Avatar: Aufbruch nach Pandora ist ein Science-Fiction-Blockbuster aus dem Jahr 2009 von James Cameron und der Film mit dem höchsten Einspielergebnis weltweit. Der Film wurde zudem mit einer neu entwickelten 3D-Kamera gedreht, weswegen Avatar unter anderem den Oscar für die beste Kamera erhielt. Die Handlung des Films ist laut eigener Aussage des Regisseurs stark inspiriert von Disneys Pocahontas. Außerdem kritisiert Avatar den Kapitalismus und fordert Umweltbewusstsein. Die gesamte Crew musste sich deswegen am Set vegan ernähren. Avatar hat vier Hauptfiguren. Jake Sully, ein ehemaliger US-Soldat, der jetzt im Rollstuhl sitzt, gespielt von Sam Worthington, den man aus dem vierten Terminator-Teil oder aus der Romanverfilmung des Shaq kennt. Jakes Love Interest, Neytiri, ist eine Einwohnerin von Pandora und wird von Gamora-Darstellerin Zoe Saldana gespielt. Dr. Grace Augustine ist eine Wissenschaftlerin im Bereich der Botanik und die Leiterin des Avatar-Programms. Gespielt wird sie von Sigourney Weaver, die man aus dem Sci-Fi-Klassiker Alien kennt und auch schon in der Fortsetzung Alien 2 mit James Cameron zusammengearbeitet hat. Der Antagonist in Avatar ist Miles Quaritch, der auf Pandora für die Sicherheit zuständig ist. Er wird von Stephen Lang dargestellt, den man aus den zwei Don't Breathe-Filmen kennt. Weitere bekannte Darsteller sind Michelle Rodriguez und Laz Alonso. Ja, damit habe ich sie an den Eiern, wenn die ganze Sache schmutzig wird, und das wird sie. Ein Avatar meint im allgemeinen Verständnis eine Person einer virtuellen Welt. Der Film beschreibt einen Avatar aber als einen künstlich hergestellten Körper, der mit Hilfe hochentwickelter Technologie gesteuert werden kann. Die wichtigsten Avatare im Film sind der von Jake Sully und der von Dr. Grace Augustine. Avatare sehen außerdem so aus wie die Bewohner von Pandora. Pandora ist ein Mond im Alpha Centauri-System, der von den Menschen wegen eines seltenen Rohstoffs begehrt wird. Auf Pandora leben die Na'vi, die man durch ihre blaue Hautfarbe und ihre Körpergröße erkennt und deren Ziel es ist, ihre Heimat vor den Menschen zu beschützen. Es gibt ja humanoide Ureinwohner, sie nennen sich Na'vi. Der Film spielt im Jahr 2154. Die Rohstoffe auf der Erde werden knapp, weswegen der Rohstoffabbau auf Pandora gefördert wird. Als der Zwillingsbruder von Jake Sully stirbt, übernimmt Jake seinen Platz bei einer Mission auf Pandora. Er soll den Avatar seines Bruders übernehmen und die Na'vi davon überzeugen, ihren Widerstand aufzugeben. Dr. Grace Augustine, die an dieser Mission auch teilnimmt, fasziniert sich vor allem für die wissenschaftliche Erforschung der Na'vi und zieht auf eine Friedensverhandlung ab. Miles Quaritch hingegen würde auch einen Kampf nicht ablehnen. Er verspricht dem gelähmten Jake, dass die Kosten für seine Wirbelsäulenoperation übernommen werden, wenn er für sie die Na'vi ausspioniert und über Schwächen der Verteidigung berichtet. Jake stimmt dem zu. Bei einer Expedition im Dschungel von Pandora wird Jake von dem Rest der Gruppe getrennt und trifft schließlich auf Neytiri. Sie zeigt ihm ihren Stamm und führt ihn in die Kultur und die Lebensweisen der Na'vi ein. Jake berichtet danach alles, was er lernt, seinen Vorgesetzten. Nach einiger Zeit wird Jake dann als vollständiges Mitglied im Stamm von Neytiri aufgenommen und die beiden werden ein Paar. Quaritch findet heraus, dass Jake die Seiten gewechselt hat, weswegen er anfängt, die Na'vi anzugreifen. Neytiri glaubt daraufhin, dass Jake sie verraten hat, weswegen sie ihn verlässt. Zudem werden die menschlichen Körper von Dr. Augustine und Jake gefangen genommen. Von einer Pilotin, die mit den Na'vi sympathisiert, werden die beiden jedoch gleich wieder befreit. Bei der Flucht wird Grace von Quaritch angeschossen und stirbt daraufhin. Jake gelingt es, in seinen Avatar zurückzukehren und die Na'vi davon zu überzeugen, erneut gegen die Menschen zu kämpfen. Im letzten verlustreichen Kampf werden die Menschen dann besiegt und verlassen schließlich Pandora. Diese Schlacht dauert im Film fast 20 Minuten, was aber trotzdem etwa halb so lang ist wie die Schlacht in Herr der Ringe 2. Am Ende des Films verlässt Jake seinen menschlichen Körper und wird mit der Hilfe der Bäume Pandoras mit seinem Na'vi-Körper vereint. Ich will nicht zu spät auf meiner Party sein. Ist immerhin mein Geburtstag. Ich gebe Avatar 6 von 10 Sterne und werde diese etwas kontroverse Meinung auch gleich begründen. Avatar ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass beeindruckende visuelle Effekte und faszinierende Bilder allein einfach nicht reichen. Der Film ist meiner Meinung nach mindestens eine Stunde zu lang und hat auch keine interessante Handlung. Die Charaktere sind eindimensional geschrieben und alles wirkt sehr konstruiert. Ich finde, man sollte an dem Film aber nicht kritisieren, dass er die Handlung von Pocahontas und Der mit dem Wolf tanzt kopiert. Sonst müsste man ja auch Dune 2021 dafür kritisieren, dass er die erste Hälfte von Dune 1984 nachgemacht hat. Alles in allem ist Avatar meiner Meinung nach unglaublich überschätzt, führt aber in eine grandiose Welt ein, weswegen die vier angekündigten Fortsetzungen auf jeden Fall erwünscht sind.